Der Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-Urschuss, Andreas Hanger, hat heute bei einem Medientermin erneut die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft scharf kritisiert. Unter anderem wirft er einem Staatsanwalt Befangenheit vor. Wir haben in Österreich ein hervorragendes Justizsystem. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Wir haben hervorragend arbeitende Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte, Richter auf der Bezirksebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, im Verwaltungsbereich, oberste Gerichtshöfe. Wir haben ein hervorragendes Justizsystem, das natürlich internationalen Maßstäben gerecht wird. Und ich möchte auch einleitend die Gelegenheit nutzen, mich sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quer durch sehr herzlich für diese Arbeit zu bedanken. Aber, vermutlich haben Sie das erwartet, gibt es ein großes Aber. Und dieses gute Justizsystem, das kann nur dann gut bleiben, wenn es auch erlaubt ist, auf einzelne Fehlleistungen hinzuschauen. So, jetzt wird es aber spannend. Ich habe dann den Herrn Magister Burkhardt gefragt, diesen berühmten Chat, den Sie alle kennen. Das ist nämlich ein Chat vom Wolfgang Katzian, SPÖ-Gewerkschaftsboss, der unmittelbar nach der ÖBAG-Gesetzwertung schreibt an den Thomas Schmidt: Jetzt next step, deine Bestellung. Und jetzt kommt's, und dann sagt der Magister Burg, also dann steht in dem Chat drinnen, und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben. Und der Magister Burkhardt sagt dann im Untersuchungsausschuss ganz frei: Nein, das ist nicht relevant für den Untersuchungsgegenstand. Er sagt noch einmal: Jetzt next step, deine Bestellung, und dann setzen wir um, was wir besprochen haben. Und Herr Magister Burkhardt, Oberstaatsanwalt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sagt im Untersuchungsausschuss, dieser Chat ist nicht relevant, abstrakt relevant für den Untersuchungsgegenstand. Jetzt darf das jeder für sich selber interpretieren. Ich freue mich schon sehr auf den Moment, wo die Protokolle, sie sind ja derzeit noch nicht öffentlich, veröffentlicht werden, weil ich werde Ihnen das eins zu eins auf den Tisch legen, dass diese Aussage getätigt worden ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist meiner Einschätzung nach unglaublich. Das ist unglaublich. Bei tausenden Chats, die irgendwelche Seifenopern skizzieren, zu sagen, es ist abstrakt relevant, aber dieser Chat, jetzt next step, deine Bestellung, das war lange übrigens, bevor der Aufsichtsrat, das Nominierungskomitee, die Ausschreibung passiert ist. Und bemerkenswert ist ja noch, und dann setzen wir um das, was wir gemeinsam besprochen haben. Und die Staatsanwaltschaft interessiert sich nicht dafür, was da Thomas Schmidt und der Präsident Katzian gemeinsam besprechen wollten. Da sehe ich eine unglaubliche Befangenheit von Magister Burkhardt. Da sehe ich eine politische Befangenheit. Und ich fordere hier wirklich auf, die Justizministerin hier einmal genauer drauf zu schauen, weil ich erkenne hier sehr klar eine Fehlleistung. Von Seiten des Justizministeriums heißt es heute, dass unsachliche Unterstellungen und pauschale Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft entschieden zurückzuweisen seien. Diese würden dem Ansehen und Vertrauen in jene Institutionen schaden, die den Rechtsstaat und die Demokratie wahren. Auch die Opposition hat sich bereits zu Andreas Hangers Anschuldigungen zu Wort gemeldet. Die SPÖ sieht in seinen Vorwürfen Einschüchterungsversuche und die NEOS bezeichnen Hangers Angriffe auf die Justiz und einzelne Staatsanwälte als inakzeptabel und besorgniserregend.